Tschüss. Farid Bang. Oh, komm mal mit. Harte Nummer hier. Paco ist da. Farid Gang, hier, mit seiner Gang. Du hast ja hier was habe ich gesagt? Gang, ne? Ja, Gang. Nein, Farid Bang mit seiner Gang, habe ich gesagt. Ich habe euch heute nämlich schon am Flughafen gesehen. Okay. Seid ihr eingereist, denn ich sag mal, du trägst einer der, du hast einer der tragendsten Rollen tatsächlich im Film. Ja, meinst du? Ja, du hast die Tür zum Club hier in der Stadt. Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Nein, erzähl mal, wie war es für dich so beim Drehen? Du bist ja jetzt kein Schauspieler so, aber wie war es hier für dich? War nicht schlecht, hab Spaß gehabt, cooles Team und war jetzt nichts so Außergewöhnliches als sonst, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie nichts Außergewöhnliches? Also nicht zu den anderen Drehs, die ich mit Fuck You Goethe hatte. Also nicht irgendwie, dass es ganz anders war als Teil 1 oder 2. Ja. Aber hast du den Teil 3 denn jetzt schon gesehen? Weil irgendwie keiner hat ihn bis jetzt gesehen. Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Und wie ist es so? Erzähl uns mal, ist irgendwas am Set passiert? Ich versuche ja irgendwie was aus den Leuten rauszukitzeln. Irgendwas, was nicht zu sehen ist. Die Party, ist sie noch eskaliert im Club? Da war ich leider nicht dabei. Nee. Hast du die Party entgehen lassen? Nee, ich musste leider weiter. Ich habe viel auf der Uhr momentan. Echt, was machst du? Uff, ganz, ganz viel. Ich mache Musik. Ich weiß, dass du Musik machst, aber hier, komm, jetzt hast du die Möglichkeit, das rauszuhauen. Wo bist du unterwegs? Ach, mein Publikum ist doch größer als Pro7, da habe ich doch schon. Hier, kleiner Diss direkt einmal auf Pro7. Ja, klar. Bist du kein Pro7-Fan oder was? Bitte? Doch, ich habe nichts gegen euch, aber weil du tust jetzt gerade so, als wäre ich jetzt als, wow, jetzt hast du hier die Chance. Nein, sowas habe ich überhaupt nicht gemeint. Ah, okay. Guck mal, jetzt lege ich mich mir live vor der Kamera mit Farid Bang an. Nein. Wird hier nicht so stehen. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß hier. Alles Gute, dir auch. Ja, danke. Viel Erfolg. Jo, danke. So, so kann es gehen. Ein blöder Spruch, ne, dann bist du da durch. So, jetzt, wer kommt?